Turi 2TV. Medien und Marken live. Rüdiger Ditz, Sie sind unter anderem Online-Koordinator von Matzak. Wir stehen hier im Newsroom des RND, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ist das Redaktionsnetzwerk, ist der Newsroom fertig? Ein Newsroom ist, glaube ich, niemals fertig. Zum einen, weil wir ja noch relativ jung sind. Wir haben gerade erst angefangen, vor 3 Jahren etwa. Da sehen wir noch großes Potenzial, was man hier so zu tun hat. Inhaltlich, technologisch, alles Mögliche. Aber auch im Online-Bereich, da fangen wir jetzt gerade erst so richtig an. Das heißt also, Sie haben 3 Jahre lang kein Online gemacht? Natürlich haben wir online gemacht, aber noch nicht so in der Güte, wie wir uns das vorstellen. Wir haben ja auch eine Trennung, also die lokale Berichterstattung findet bei unseren einzelnen Tagungszeitungsportalen statt. Die überregionale Berichterstattung haben wir jetzt vor gutem halben Jahr erst übernommen vom RND aus und das wollen wir jetzt richtig ausbauen. Wir reden da, glaube ich, von 12 Tageszeitungsportalen, die Sie jetzt alle auf den Stand der Dinge bringen wollen, so schwer das auch immer ist. Wie genau funktioniert das, ohne dass es komplett im Chaos endet? Also erstmal, Sie sind natürlich auf dem Stand der Dinge. Was die überregionale Berichterstattung angeht, die Sie bisher selbst gemacht haben, werden wir jetzt versuchen, das noch besser zu machen vom RND aus. In der lokalen Berichterstattung sind die alle sehr gut aufgestellt. Chaos insofern, weil wir natürlich 12 haben. Es ist ziemlich einfach, ein Portal zu bespielen mit seinen Inhalten, aber technologisch, also was die IT-Infrastruktur angeht, aber auch was die ganzen Absprachen, die Workflows angeht, ist es natürlich herausfordernd, von einem Standort aus auf 12 abzustrahlen. Und da gibt es viel Arbeit, die wir vor uns haben im Moment. Aber warum muss ein Verlag in so großen Dimensionen denken, anstatt zu sagen, wir machen ganz viele kleine Projekte daraus? Es ist nun mal ein Netzwerk. Ja, der Netzwerkgedanke ist hier ganz tief verankert bei Matzak. Wir haben nun mal diese 12 Tageszeitungsportale und für uns ist es wichtig, einfach Synergien zu heben, sehr effizient, aber eben dann auch professionell zu arbeiten, nach vorne zu kommen, neue Technologien zu entwickeln. Und das machen wir eben, also alles, was man zentrieren kann, machen wir dann in Hannover, hier in der Zentrale von Matzak. Und alles andere, wo wir unsere Kompetenz im Lokalen haben, machen wir da draußen. Und jetzt ist eben, was das RND angeht, eben Zentrierung angesagt, Ausspielen von überregionalen Inhalten in allen Darstellungsformen auf alle unsere Portale. Wie stellen Sie denn sicher, dass Sie in dem Prozess nicht selber wieder merken, wir entwickeln eigentlich was, was jetzt schon wieder von gestern ist? Ach, das ist im Online-Business sowieso immer so. Ja, also das ist ja ein hochdynamischer Prozess, das hört nie auf. Sage ich auch jedem, der es auch nicht hören will, wer online macht, der muss sich daran gewöhnen, dass es nie aufhört. Innovation geht immer weiter. Und wir müssen eben sehen, was passt zu uns, was machen wir wann, was ist sozusagen jetzt das wichtigste Projekt, was müssen wir jetzt umsetzen. Und das schieben wir ein Stück nach hinten. Aber da sind wir ganz geübt. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Und wie trichtern Sie das den Tageszeitungskollegen ein, die traditionell ja in abgeschlossenen Produkten denken? Ach, die denken gar nicht mehr so in abgeschlossenen Produkten. Wir haben diesen Gedanken, im Verbund sind wir eigentlich besser als alleine. Das haben wir bei Matzak schon ganz gut gelebt und leben das immer noch. Und das wird jetzt auch für diese Projekte gelten. Die Kraft wird eben sozusagen aus dem Verbund wachsen und nicht daraus, dass jeder alleine vor sich hin prückelt. Ist das hier spannender als Spiegel Online? Spiegel Online war eine extrem spannende Phase. Aber in Wahrheit ist es ähnlich, vergleichbar mit Spiegel Online Anfang der 2000er, als es ja wirklich im Neuaufbau ging. Ja? Und hier bauen wir wieder ganz neu auf und das finde ich absolut herausfordernd. Turi 2 TV. Medien und Marken live.